Können Sie eigene Instrumente spielen? Nee, bis auf CD-Player auf und zu kann ich das gar nicht. Das heißt, man könnte auch sagen, ich bin so ein bisschen der Übersetzer Kunst, Technik, Technik, Kunst. Ein konkreter Aufgabenbereich besteht bei mir darin, das künstlerische Konzept, den Modellentwurf zum Beispiel. Bei der Apollo war das ja auch so. Die Frau Benning hat am Anfang Konzeptskizzen, also auf Papier und auch ein Modell aus Pappe gebaut. Und letztendlich spricht sie dann mit mir dieses Bühnenbild durch. Und ich muss dann halt wirklich schauen, dass es dann funktioniert, technisch funktioniert. Dazu benutze ich dann eine CAD-Konstruktion, wie diese hier. Das ist nämlich Apollo und Hyazinth. Das hier ist die Seitenwand mit den Drehtüren. Das zeichne ich halt alles mit dem Computer. Und aus diesen Zeichnungen mache ich dann 2D-Pläne. Die sieht man dann hier mit den einzelnen Rahmen von dem Buch, was ihr auf der Bühne gesehen habt. Und das bekommen dann die Werkstätten. Genau. Haben Sie also auch sozusagen die Kontrolle über die ganzen Scheinwerfer, wenn das Stück läuft, oder? Nein, das hat in dem Fall der Beleuchtungsmeister. Letztendlich haben wir natürlich große Abteilungen, die Bühnentechnik und Beleuchtung in dem Fall heißen, die Beleuchtungsmeister und Bühnenmeister haben, die sich darum direkt vor Ort kümmern. Und hier schminken, darf ich mich hier kurz abschminken? Ja, klar. Ja? Ich habe ein Videoteam dabei. Hallo, Videoteam. Was war noch?